Ja, es gibt aus dem Filmmusical Across the Universe jetzt also der Satire-Teil. Moment, da muss ich vorher noch kurz überlegen. Der Absatz hier ist missverständlich. Den hätte ich besser nicht schreiben sollen. Die Seite 2 könnte man, da könnte man hier zu viel Nähe zu einer Person oder einer Institution auslegen. Den Absatz da hinten könnte man fälschlicherweise eindeutig zweideutig interpretieren. Ja, es gibt ja Leute, die ziehen sich die Jacke selbst dann an, wenn sie ihnen nicht passt. Oder getroffene Hunde bellen. Oder wer am lautesten schreit, hat meist Unrecht. Mal gucken, was ich hier aus den Alten noch machen kann. Apropos Schreien. Kindergarten, EU-Parlament. Ich habe gewonnen. Nee, ich. Nein, Juncker und Schulz. Die Nazis haben gewonnen. Was war noch los? Ach ja, das Tempelhofer Feld hat gewonnen. Wo war halt wirklich daran glaubt, wenn er sagt, na, da sollten ja preiswerte Wohnungen gebaut werden. Die BZ titelte ja letzte Woche ganz plötzlich, es liegt auf dem Tempelhofer Feld Explosionsgefahr, da hätte man niemals bauen wollen. Danke BZ, warum habt ihr uns nicht vorher unterstützt für das Volksbegehren? Letzten Mittwoch wurden von der Bundesagentur für Arbeit wieder die monatlichen Schindelzahlen veröffentlicht. Die Service hat man ja öfter. Hier habe ich eins. Das erinnert mich total an die allmonatlich verkündeten Zahlen zur Planübererfüllung in den Betrieben der DDR, von denen auch jeder wusste, dass die nicht stimmen. Merkel, glaube keiner Statistik, die du nie selber gemacht hast. Die Fußball-WM steht vor der Tür. Was ist interessant daran? Na, dass die Lärmschutzgesetze plötzlich außer Kraft gesetzt werden, dass die Politik jetzt Dinge entscheiden kann, die wir alle nie wollen, nur weil ein ganzes Land seinen Fokus auf eine perverse Belanglosigkeit legt. Und hier habe ich noch eine ganz wichtige Meldung, eine heiße Meldung. Charlene, Fürstin von Monaco, bekommt nun angeblich Zwillinge. Ich wusste doch, dass Fürst Albert II. Nicht treu sein kann. Von wem ist denn das Zweite?